Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Zero. So wie der Sprecher immer sagt. Ja, ich glaube, ich weiß tatsächlich jetzt, wo die Eisennadel hingehört. Ich habe ja beim Videoschneiden, gucke ich mir ja meine eigenen Videos, muss ich ja tatsächlich nochmal an, um dann dementsprechend euch dann auch die Videos liefern zu können. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, scheiße, ich glaube, ich weiß, wo die Nadel hinkommt. Deswegen machen wir uns jetzt gemeinsam mal auf den Weg. Ich muss nur gerade mal eben auf die Karte schauen. Das ist, wir müssen jetzt nach oben. Ja, okay, ich weiß Bescheid. Das wird jetzt nicht easy. Ich denke, wir werden ein bisschen Schaden fressen. Und wir haben ja kaum noch Munition. Das ist ja auch das, was mich gerade so ein bisschen stutzig macht. Ob das alles normal ist, ob ich zu viel verschossen habe. Ja, wer sagt ich? Das war wahrscheinlich Billy, der Drecksack. Jetzt müssen wir hier hoch. Und dann gibt es ja diesen einen Raum mit diesen ganz vielen Zahnrädern. Und da waren auch zwei so ganz komische Riesenkäfer, die wir jetzt erstmal irgendwie killen müssen. So, die Schrotflinte, die ich jetzt gerade in der Hand habe, ist ja sowieso scheißegal. Die verballern wir jetzt. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob das denn der Raum schon ist. Nein, das ist ja nicht... Nicht schießen, Billy! Bitte tu mir das nicht an, bitte schieß jetzt nicht auf diese Viecher. Schnell Viereck drücken, schnell Viereck, nein, nee, nicht schießen! So. Oh. Nicht auf die Vögel mit der Schrotflinte. So, jetzt können wir das gerne wieder aktivieren. Aber nicht auf die Vögel. Ich muss immer mit Billy schimpfen. Billy, tu es nicht! Halt dich zurück! Jetzt hätte ich fast gedrückt. Ey, zwei Schuss, die sind tot? Das ist ja mega geil. Okay, cool. So, hier muss das Ding rein. Guck mal, gerade eben habe ich das mit. Ja, habe ich. Alles gut. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, um welche Uhr. Ah, warte mal, das war doch 8.15 Uhr, ne? Nein. Ach so. 8.15 Uhr. Das ist 15. Jetzt den Stundenzeiger. 12, 11, 10, 9 und 8. 20.15 Uhr beziehungsweise 08.15. Klack. Klack. Perfekt. Okay, das Uhrenwerk läuft wieder. Jetzt bin ich mir nicht ganz genau sicher, ist das jetzt auf der Karte auch vermerkt? Bin mir nicht genau sicher. Ja, doch, 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 doch. Die Tür ist jetzt auf da unten. Da und hier oben, ne? Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und diesmal, Billy, bitte wieder nicht schießen, ne? Nicht auf die Vögel schießen. Boah, das Spiel ist wirklich... Alter, das ist gar nicht so einfach. So, dann gehen wir hier mal runter. Ich frag mich auch die ganze Zeit, ich habe mich doch letztens umgezogen. Warum habe ich denn jetzt schon wieder hier diese komischen... Egal. Wir brauchen auch keine Kostüme. Es ist okay. Ich habe die jetzt schon dreimal gewechselt und bin wahrscheinlich dreimal gestorben. Es ist immer dasselbe, wenn ich mich umziehe. So, hier vorne war ja direkt eine Tür, die zu öffnen ist.
Eine wunderschöne Notiz. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Um das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Das reimt sich doch überhaupt nicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Aha. Dies ist der Schlüssel. Whatever. Werden wir wahrscheinlich später irgendwann gebrauchen. So, hier ist nochmal ein Mikrofilm. Oh, fuck. Okay, wir gehen nicht hier lang. Ja, Billy, da musst du dich jetzt essen lassen. Ich kann's nicht ändern. Raus hier. Der wird wahrscheinlich jetzt auch schon wieder kritisch sein, der Billy. Yep. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Oh, Mann, ey. So, bevor mir aber Billy verreckt, würde ich sagen... Ja, wir müssen. Es geht nicht anders. So. Wir können noch ein bisschen aushalten. Tauschen das mal eben aus. Verwenden. So, jetzt geht's ihm wenigstens schon mal wieder gut. Ja, Mikrofilme. Müssen wir die jetzt mitnehmen? Ich weiß es nicht. Wo haben wir das denn überhaupt liegen? Da, ist das das hier? Nee. Das ist es. So, jetzt nochmal gerade eben auf die Karte schauen. Das ist der Raum hier vorne. Billy Boy. Oh. Keine Madenmänner, bitte. Muss das jetzt sein? Ein Mikrofilmprojektor. Hätten Sie einen Mikrofilm, könnten Sie ihn hier abspielen. Ja, dann mache ich das doch. Jetzt, wo uns die Zombies noch nicht angreifen, verwenden wir das. Ich habe ja zwei. Hä? Über dem Bild der Sitze steht etwas. Warte, ich mache da mal eben ein Foto von. Weiß jetzt nicht genau, was mir das sagen soll. Okay, aber ich habe doch zwei da reingelegt. Mikrofilmbild. Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegen von Mikrofilm A und B. Okay, Nummern sind auf den Sitzen der Konferenzraum zu sehen. Ja. Okay. Was genau soll mir das jetzt sagen? Das D da unten sieht irgendwie komisch aus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Aha. Okay. Oh, Billy, bitte tu was. Schieß von mir aus, komm. Munition! Ich werd bekloppt. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was mir das bringen soll. Ach komm! Scheiße, boah, das läuft gerade gar nicht gut. Überhaupt nicht. Oh nein. Nee. Nein! Ach komm. Oh, in jedem Raum hast du irgendeine Scheiße. Oh.
Das tut ja weh. Das tut wirklich, wirklich weh. I'll go check over there. Okay. Du bleibst jetzt hier, Alter. So, ich habe jetzt eine Maudisk. Können wir die zufällig... Warte mal. Das muss so sein, ne? Einmal kurz hier kombinieren. Austauschen. So, jetzt können wir nämlich das Gewehr wieder ablegen. Ablegen. So, jetzt kann ich die Pistole wieder mitnehmen. Wenn ich sie sehen würde, ist die das? Jawohl. Alter. Kombinieren hiermit, ablegen. So. Konferenzraum war das hier? Nee, es war oben. Maudisk. Und dann das Ding dafür? Ich verstehe das Rätsel. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade noch gar nicht. Lass mal gucken. Jetzt geh doch da weiter. Mein Gott. So, dann gucken wir mal. Was passiert, wenn ich die Disk jetzt hier einsetze? Keine Ahnung. Ach so. Okay. Also 0 und A, oder was? Jetzt habe ich hier mein Bild gemacht. 0 ist dann hier. 0. Und A wäre das hier. Und jetzt? Hä? Oder ist das andersrum? Warte mal, wenn... Ah. Was? So schnell? Hä? Wie soll ich das denn so schnell machen? Och, zu zweit. Ja, okay. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gerade alleine laufe, ich Trottel. Aber hier, ne, oder? Müsste der eigentlich sein, ja. So, da haben sich jetzt einige Türen geöffnet.
Jetzt muss ich nur mal gucken und überlegen, was wäre denn das Sinnvollste? Da hat sich eine Tür geöffnet, da ganz oben. Da müssen wir aber, glaube ich, noch gar nicht hin. Hier hat sich eine Tür geöffnet. Und ganz unten der Ausgang. Dann gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ist da auch was aufgegangen? Nee, ne? Nee. Schieß! Sie steht da und macht nichts. Schieß! Alter, was soll denn das? Ey, die KI ist ja zum Kotzen. Mal ganz ehrlich. Sie steht da und wartet, bis sie gebissen wird. Was soll denn der Rotz, bitte? Alter, das riecht mich jetzt gerade wirklich schon wieder auf, ne? Das ist ja purer Quatsch. Verstehe ich jetzt nicht. Sie steht da, zielt auf den Zombie und wartet bis... Alter, hat sie es nötig oder was? Alter! Er schießt und schießt und schießt. Alter, nee. Chemikalien ins Mischset geben. Was soll ich ins Mischset geben? Ach, ich kann da... Warte mal. Kann ich da... Warte, was passiert denn, wenn ich da jetzt... Grüne Chemikalie haben sie bereits. Das geht nicht. Okay, dann lege ich es wieder ab. Ich weiß jetzt nicht genau, blaue Kräuter schön und gut. Aber bis jetzt habe ich noch nichts Giftiges gesehen. Das ist natürlich sehr schön, ein Erste-Hilfe-Spray. Ich hätte aber viel lieber Munition. Das wäre sinnvoller als... Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Ich bin gerade echt... Das Spiel ist wirklich eine Herausforderung. So, jetzt können wir hier noch durch. Alter. Es ist schwer, wir haben keine Muni. Billy schießt alles kaputt. Munition, ich werd bekloppt. Es ist ja unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn mit der Schrotflinte schießen lasse. Soll ich jetzt Schach spielen hier, oder? Jetzt sag mir nicht, ich kann die schieben. Ach du Scheiße. Boah. Okay, wir müssen die Dinger genau so schieben, ne? Da mache ich mir jetzt auch mal ein Foto von. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, in welche Richtung soll ich die denn überhaupt schieben. Also. Das ist richtig, das ist auch richtig. Das heißt, ich muss jetzt nur... Die hier wegschieben. Das war jetzt natürlich dumm. Billy, bitte. Bleib da stehen. Nein! Sind wir jetzt vergiftet?
Alter, das ist doch nicht dein fucking Ernst! What?! Oh, genau deswegen stehen da zwei blaue Kräuter, weil man ganz genau, weil die ganz genau wissen, dass man in diese Falle tappt. Ah, es tut weh. Es tut doch einfach nur weh. Nein, du sollst das scheiß blaue Kraut nehmen. Oh nein, ey. Kritisch! Und er ist gesund. Und ich bin kritisch. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen, ne? Sagt man so schön. Okay, ich darf die schwarze Figur nicht wegschieben. Boah, das Spiel bringt einen ja... Es zwingt einen förmlich dazu, immer wieder von vorne anzufangen. Man spielt ein Stück, weiß dann, wie es geht, aber das, was du erst nicht weißt, spielst du richtig scheiße. Holy fucking crap. Ja, dann muss die jetzt erst weg. Ist das dein Ernst? Ja, muss ich jetzt halt sterben. Ich kann es nicht ändern. Ja. Dann darf ich mal wieder alles nachspielen. Bis gleich. So, wir stehen endlich wieder im Schachmattraum. Also im Schachraum quasi. Ich habe bis jetzt immer noch nicht gespeichert. Ich bin auch tatsächlich eben noch zweimal gestorben. Ich durfte also alles dreimal spielen insgesamt. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir das irgendwie geschissen kriegen. Oh, weh, die sind jetzt wieder vergiftet, ey. Oh, okay. So. Wir müssen es ja so machen. Die anderen Statuen, wenn ich die verschiebe, sind wir gleich wieder komplett vergiftet. Und das will ich nicht. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich die Lösung sein für das Rätsel. Ich weiß auch nicht, warum ich es jetzt sofort sehe, aber eben nicht gesehen habe. So. Und da ist das Buch des Bösen. Das wird dann wahrscheinlich der andere Flügel sein für die Figur, die da noch in der Haupthalle fehlt. Denke ich mal, dass da wieder der Flügel drin versteckt ist. Oder was war da drin versteckt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Moment, hier ist noch etwas. Markus Tagebuch 1, 4. Dezember, geschafft. Das neue Virus! Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meinen meine Progenitorarbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens... Doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen, um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen? Brauche ich eine besondere Anlage? Ein Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor. Ist es richtig ausgesprochen? Progenitor? Nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr! Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September, endlich. Es ist mir gelungen, auf der Basis von Progenitor ein neues Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne das neue Virus T für Tyrann. Okay. Also hat Spencer gar nicht das T-Virus erfunden? Interessant. So geht's nicht weiter. Experiment mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säuretiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint mein Experiment auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person bei mir in meiner Forschung helfen. 13. Januar. Endlich, sie sind reif. Meine wunderbaren Egel. All diese... Was? Minder Bemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen.
31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es ein Eindringling, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Igeln gesucht. Na, zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich im Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue und meinen geliebten Egeln natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In den nächsten Besprechungen werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Aha, also hat dieser Markus das T-Virus erfunden? Und dieser Spencer ist wahrscheinlich ihm auf die Schliche gekommen. Und dann haben die sich wohl irgendwie intern so ein bisschen bekriegt oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ist mal eine ganz andere Perspektive, muss ich gestehen. Oh, stirb, du blödes Drecksstück. Boah, den Kopf weggeschossen. Guck mal, wie das blubbert. Oh. Blub, blub, blub. Der Kopf mit dem Blub. Also ich spiele schon wieder eine Stunde hier an dieser Kackfolge rum. Gibt's doch gar nicht. Nein, 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 nicht schießen! Wir gehen hier wieder raus. Hier sind nur die blauen Kräuter. Alles gut. Alles nur die blauen Kräuter. Dieses komische Gemisch, was ich da gefunden habe. Keine Ahnung, ob das für immer hält. Wenn ich das jetzt mitnehmen sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lasse es aber jetzt erstmal liegen. Einfach allein aus dem Grund, weil wir kaum Munition haben. Lasse ich jetzt erstmal alles sein. Wir gehen jetzt erstmal ganz gepflegt speichern. Wirklich. Wir haben jetzt noch weitere Türen, die wir öffnen können. Ist ja alles cool. Ne, da brauche ich mir jetzt eigentlich gar keine Sorgen machen, dass es nicht weitergeht. Ich schaue mal eben gerade nochmal auf die Karte. Ich drücke nämlich immer die falschen Knöpfe. Also wir könnten jetzt theoretisch unten noch rausgehen. Aber was hat sich noch geöffnet? Das da, ne? Das und das da unten. Die eine Tür hatten wir ja schon. Das waren drei Türen, die sich geöffnet haben, aber da oben müssen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Stimmt, das Buch. Haben wir das Buch mitgenommen? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Untersuchen das mal eben. Ja, siehste wohl, wusste ich doch. Nehmen wir direkt mit. So, ich hatte auch eben noch in dem Raum mit den Schachbrettern quasi, habe ich auch noch Feuergranaten gefunden und noch ein paar Ink-Ribbons. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt mit aufnehmen, weil, hey, es sind zwei Items, die lagen in dem Raum rum. So, ne? Muss ich mir jetzt... Alter, was vibriert hier mein Handy so viel? So, wir nehmen mal eben die Statue hier runter. Dann kombinieren wir das Ganze. Nein. Oh, diese Steuerung, ne? Kombinieren hiermit. Und dann verwenden wir das Ganze. Ich bin ja mal gespannt. Viereck. Was? Warum kann ich das jetzt nicht verwenden? Benutze es doch einfach. Warum drehst du dich jetzt? Steuerung verwenden. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ach was. Ach was. Okay, wir haben einen neuen Weg geöffnet. Und mein Handy vibriert hier gerade wie bekloppt. Ich muss gleich mal gucken, was das ist. Aber wir müssen jetzt sowieso erstmal speichern. Und dann haben wir auch noch genug Türen, die wir dann in der nächsten Folge uns anschauen können. So, hier sind noch weitere Ink Ribbons, die kombinieren wir natürlich gerade mal eben. Die lasse ich mal hier. Jetzt gucke ich mal, hat er... Nein, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet mittlerweile wieder. Finde ich gut. Finde ich gut. Und wir haben genug Ink Ribbons. Hahaha. Das ist doch sehr schön. So, wir speichern jetzt hier und sehen uns... Warte mal, wie geht's Billy überhaupt? Warnung? Ja, das ist noch okay. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil Zero wieder und ich hoffe, dass ich dann nicht schon wieder fünfmal sterbe, dass ich hier alles nochmal machen kann. Aber, um ehrlich zu sein, es regt mich immer nur auf, wenn Billy unnötig Munition verschießt, obwohl wir eigentlich dran vorbeilaufen könnten. Dann regt es mich auf, wenn geschossen werden soll, wird nicht geschossen. Und es regt mich auf, dass es einfach unvoraussehende Situationen gibt,
wo du dann quasi da dumm dastehst. Rebecca wird von einem Tausendfüßler entführt. Stellt euch mal vor, Billy hätte gar keine Waffe mehr gehabt oder keine Munition. Was dann? Dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Hätten wir alles komplett normal spielen können. Ne? Das ist wirklich ein harter Tobak hier. Man muss auf alles vorbereitet sein. Es ist wirklich die pure Hölle. Muss ich ganz ehrlich gestehen, so wie es ist. Aber okay, genug gequatscht. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Würde mich freuen, den Kanal supporten und meinen Bart bärtiger werden lassen. Die Haare sind ja lang genug. Von daher bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann. Und haut rein!